Ich denke, die meisten verstehen unter digitalem Museum einfach das Verwenden digitaler Medien. Das ist es natürlich nicht. Das Informationszeitalter muss ganz andere Ansprüche erfüllt bekommen, damit es den vollen Begriffsumfang des digitalen Museums befriedigt. Da meint man nicht nur das digitale Museum eines Hauses, eines physischen Museums wie das Louvre, das British Museum in London oder der Albertina, sondern das Verlinken, das Vernetzen ist schon mal ganz entscheidend, dass die Fokussierung auf den Inhalt des Objektes statt auf das Objekt selbst erfolgt, auf Inhalte, die als solche vor dem Objekt nicht unmittelbar manifest und sichtbar werden. Das digitale Museum setzt daher voraus, dass nicht nur das Bild digitalisiert ist, sondern auch eine inhaltliche Digitalisierung erfolgt, die durch diese Verlinkung völlig neue Inhalte, die physisch in einem Museum vor einem Objekt nicht abrufbar sind, entstehen können. Das digitale Museum ist daher ein unglaublich komplexer Vorgang. Es ist eine große Vision, an die ich glaube, von der ich aber nicht weiß, ob ich sie noch erleben werde. Die digitale Albertina gibt es noch gar nicht. Das ist mir völlig klar, dass wir derzeit auf einer ganz basalen Ebene Voraussetzungen schaffen, um ein digitales Museum eines Tages zu sein. Was sind die basalen Voraussetzungen? Das sind einmal die Digitalisate selbst, dass wir die physischen Objekte, die uns gehören, digitalisieren, bildmäßig erfassen, ebenso digital wie auch textmäßig. Das ist zum Zweiten, dass wir unsere Sammlungen präsentieren, auch auf dem Internet, Ausstellungsführungen unterschiedlicher Formate anbieten, Ausstellungsbesichtigungen, den berühmten virtuellen Museumsbesuch. Der ist für mich das am wenigsten Befriedigende, denn er tut wirklich so, als ob einfach der Museumsbesuch am Bildschirm ergänzen oder ersetzen könnte den physischen Museumsbesuch. Die Vorteile des digitalen Museums bestehen dann darin, wenn ich zu einem ganz bestimmten Thema, vielleicht zu einer Frage der rassischen Diskriminierung, wissen möchte, welche Objekte mir welche Geschichten dazu erzählen können und dazu eine virtuelle Ausstellung, ein virtuelles Problembewusstsein schaffen kann und Werke aus Warschau mit jenen aus Nantes, mit denen aus London und denen aus Los Angeles verlinken kann, verknüpfen kann, dann wird einmal wirklich der erste Schritt eines digitalen Museums verwirklicht. Noch mehr wird es verwirklicht, wenn wir letzten Endes auch einen Austausch treffen können und finden können mit dem Nutzer, der vielleicht individualisierter ist, als es derzeit im Museum ist. Unser Museumsbesucher wird für uns letzten Endes als eine durchschnittliche Größe gesehen, die von Kleinkind bis zum Erwachsenen und Pensionisten reicht, von Mann über transsexuell, Frau, unterschiedliche Präferenzen, Einkommensschichten, Herkünfte, verschiedene Ethnien. Wir haben nur ein Objekt dort. Im digitalen Museum kann man vielleicht auf diese unterschiedlichen Zielgruppen, auf die verschiedenen individuellen Bedürfnisse ganz anders eingehen. Daher, von dem sind wir in der Albertina weit entfernt. Wenn ich das richtig sehe, sind von dem alle Museen weit entfernt. Das mag auch daran liegen, dass das digitale Museum jetzt rein betriebswirtschaftlich betrachtet noch eine große Hürde darstellt, die wir sehr wohl aus dem ganzen Zeitungs- und Magazinwesen kennen, aus dem Büchermarkt her kennen. Wie monetarisieren wir den Besuch des digitalen Museums? Gerade der Vorteil der individuellen Kunstvermittlung, der Verlinkung mit anderen Museen, stellt uns vor unglaubliche Rechnungslegungs- und Abrechnungsherausforderungen. Wer hat welchen Anteil an der Stellung des Inhalts, wenn wir berühmte Objekte aus Warschau, Budapest oder Chicago brauchen würden, um unseren Inhalt digital zu vermitteln? Wer wird bezahlt, von wem, in welcher Weise? Das heißt, die Zukunft hat hier noch nicht einmal begonnen. Wir ahnen nur, dass sie anders sein wird als die Gegenwart. Ich glaube, dass die Corona-Krise das physische Museum derzeit überhaupt nicht verändern wird. So wie ich glaube, dass die Corona-Krise die wesentlichen Verhaltensweisen der Menschen nicht verändern wird. Ich hoffe das auch. Ich lasse jetzt einmal wirklich ganz beiseite die viel gravierendere und auch langfristig wirksame, nachhaltige Frage der Klimaveränderung
und welche Auswirkungen das möglicherweise haben wird. Aber ich denke, die Corona-Krise selber wird auf das Reiseverhalten keine Auswirkungen haben. Die Leute sind neugierig, sie können reisen, sie wollen reisen, sie haben mehr freie Zeit zur Verfügung denn jemals zuvor in der Geschichte. Daher ist der Besuch einer Stadt physisch, der Besuch von Sehenswürdigkeiten, von Alpen oder von Kunstwerken und von Museen letzten Endes durch nichts ersetzt. Wir nützen heute eine Brücke und machen unsere eigenen Fernsehprogramme. Das hat nichts zu tun mit dem digitalen Museum. Das führt immer noch durch eine Ausstellung, die physisch hier hängt und verlinkt sich nicht mit anderen Objekten, die wir nicht besitzen, die wir nicht haben, über die wir aber inhaltlich vermitteln könnten, die das einzelne physische Objekt bei uns in der Albertina nicht leisten kann. Meine Statements dazu ersetzen in keiner Weise den physischen Besuch, sind aber auch nicht eine Vorwegnahme dessen, was ein digitales Museum in einer Endausbaustufe tatsächlich bedeuten könnte. Ich habe daher in diesem Zusammenhang immer wieder gesagt, die Corona-Krise ist schrecklich, die trifft die Welt als Pandemie unvorbereitet mit entsetzlichen Folgen. Aber vor der Geschichte ist sie ein Wimpernschlag und vor der Geschichte der Museen insbesondere. Das ist keine leicht zu beantwortende Frage. Sie rührt wirklich an die Wurzeln der Demokratie. Natürlich haben viele Besucher das Bedürfnis, möglichst ungestört im Museum zu sein. Und die Rezeption eines Kunstwerks gleichzeitig mit 10, 20 anderen Menschen zu teilen, mag noch erträglich sein und keine weitere Beeinträchtigung darstellen. Aber wenn man sie einmal mit 100 oder 200 Menschen teilt oder mit 500 Menschen die Mona Lisa ansehen muss, dann erlebt man etwas ganz anderes als das Kunstwerk. Das kann manchmal sogar etwas sein, was sehr wichtig ist, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, eine ganz bestimmte Aura erzeugt, aber es hat nichts zu tun mit der unmittelbaren Wirkung, die vom Kunstwerk ausgeht. Wie können wir sicherstellen, dass wir diesen Massentourismus, den Overtourism vom Museum fernhalten? Letzten Endes durch eine Preispolitik, indem man eine Preisschwelle einführt. Das schien uns noch vor gar nicht allzu vielen Jahren ein Preis von 10 Euro oder 10 Dollar eigentlich eine Preisschwelle, die die Besucherzahlen sofort reduzieren wird. Also das Metropolitan Museum und das Museum of Modern Art 24 und dann 27 Dollar eingeführt haben, sind die Besucherzahlen weiterhin gestiegen, ja geradezu explodiert. Damit wir über den Preis den Zugang beschränken, und ich lasse jetzt mal außen vor, ob das überhaupt wünschenswert ist und demokratiepolitisch vertretbar ist, eine Preisschwelle hier einzuführen und ob ich es mir wünsche. Aber ob das überhaupt so leicht möglich ist, weiß ich nicht. Natürlich gibt es das. Und natürlich gibt es das im Kulturleben. Wer möchte nicht zu den Salzburger Festspielen gehen? Und da nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen von vornherein zur Verfügung steht, kosten eben die Tickets zwischen 200 und 500 Euro. Und wer gerne in die Staatsoper gehen möchte und die Staatsoper vielleicht eine wichtige Aufführung hat mit einem sogenannten Megastar, der die Reihen füllt, na dann treibt man den Preis in die Höhe und mehr passen sowieso nicht hinein. Damit schließt man Menschen aus, die nicht imstande sind, zwischen 100 und 220 Euro zu bezahlen. Es gibt einige wenige Stehplätze, die günstiger sind, aber all diese Preise liegen weit, weit über dem, was Museen haben. Museen galten demgegenüber immer als eine radikal demokratische Einrichtung. Man hat keine Kleiderordnung, man muss sich nicht anziehen wie bei den Bayreuther Festspielen oder in Salzburg. Man hat eigentlich im Wesentlichen keine Einkommensschranken, keine Preisschwellen, die man überwinden muss. Und es gibt auch nicht diesen sozialen Druck, der mit dem Besuch mancher elitärer Festivals verbunden ist. Wenn man dort nie ist, dann gehört man nicht zu einer bestimmten Schicht. Es ist eine radikal demokratische Einrichtung. Und das halte ich für einen Vorteil. Der Preis dafür ist, dass wir letzten Endes diesen großen Besuch, der vor manchen Galerien, manchmal nur vor einigen Werken stattfindet, kaum steuern können. Und auch bei uns ist es so, dass natürlich der größte Teil unserer Galerien und die meisten unserer Ausstellungen unglaublich bequem und angenehm und ungestört besucht werden können,
Aber wenn wir eine Dürer-Retrospektive zeigen, dann gibt es 3, 4 Säle, wo unter anderem die betenden Hände hängen, vielleicht der Feldhase, wo es tatsächlich zu einem gewissen Gedränge kommt, einem Gedränge, das wir jetzt gar nicht vertreten könnten während dieser Covid-19-Krise. Aber ich kenne hier nicht wirklich einen Ausweg. Da das digitale Museum als einen Ausweg zu sehen, hilft auch nicht weiter. Selbst die ersten Visionen, die für das digitale Museum entwickelt worden sind, meinen vor allem den Wissenschaftler, dem Forscher, den Besuch, die physische Reise zu ersparen, weil er viele Informationen, die er braucht, auch dem Digitalisat entnehmen kann und dafür nicht den Besuch braucht. Aber die Stimmung, die ein Ausstellungsbesucher hier gewinnt, und da gehört vieles dazu, nicht nur das Objekt, der ganze Raum, die Reaktion, die dort herrscht, das können wir nicht ersetzen. Und wir müssen damit leben, dass manche Kunstwerke ganz außergewöhnlich sind und daher von vielen gesehen werden wollen, sowie manche Landschaftsstriche und Sehenswürdigkeiten eben von vielen Menschen gesehen werden wollen. Es ist mir klar, dass mehr Menschen ungestört gleichzeitig den Eiffelturm sehen können als den Feldhasen. Das liegt vermutlich am Größenunterschied.